Hallo, ich begrüße dich zu dieser kleinen Reihe, dreiteilig, Selbstbau eines Bildbearbeitungs- und Videoschnitt-PCs. Mir reicht's. Mein schickes Spiele-Laptop ist zu langsam, insbesondere bei Videoschnitt, und ich habe mich entschlossen, erstmals einen PC selbst zu bauen. Also auch ein bisschen wegzugehen von dem mobilen Gerät. Das werde ich weiterhin behalten, das funktioniert auch noch. Aber sozusagen in meinem Büro werde ich mir einen richtigen stationären Rechner hinstellen und neu aufbauen. Im ersten Teil geht es um die Komponenten. Im zweiten Teil bist du dann dabei, wenn ich den PC baue. Ich gebe dir alle Tipps, alle Erfahrungen, die ich mache, vielleicht auch alle Fehler, die ich mache. Davon kannst du partizipieren. In den Videobeschreibungen bekommst du Checklisten und natürlich auch die Komponenten, die ich verwende, verlinkt. Und dann im dritten Teil schauen wir, ob das Ding läuft und welchen Leistungsgewinn ich habe und ob ich die Komponenten richtig ausgewählt habe und was du eventuell daraus lernen kannst aus meinem Projekt. Wie gehst du vor? Als erstes solltest du auf deinem alten Gerät mal Steuerung Alt und Entfernen drücken, den schönen alten Affengriff und dann den Task Manager öffnen. Und dort gehst du auf den zweiten Reiter unter Leistung und dort findest du so die wichtigsten Komponenten deines PCs. Die CPU, den Arbeitsspeicher, deine Datenträger, aber auch die Grafikkarte. Je nachdem, was du für ein System hast, entweder die prozessorinterne Grafikkarte oder noch zusätzlich eine zusätzliche eingebaute Grafikkarte. So, und dann empfehle ich dir die Anwendungen, wo du sagst, oh, das ist ja immer zäh, die mal zu öffnen und diese Dinge zu tun. Und dann schaust du dir die CPU, den Arbeitsspeicher und auch die Grafikleistung an in deinem System, schaust dir diese schönen Grafiken an und dann erkennst du zum Beispiel, wenn du in Lightroom importierst oder exportierst, dann siehst du, was passiert und welche Komponenten an ihre Grenzen kommen, wo die Grafikausschläge wirklich bis hin zu 100% gehen. Und dort, wo du 100% hast, aber selbst schon bei einer Auslastung von 80%, das sind die Komponenten, die für die jeweilige Anwendungssituation die Grenze, das Nadelöhr, den Flaschenhals darstellen. Und in dieses System, in diese Komponente, musst du, wenn du einen PC baust, dann besonders investieren. Ja, der größte Quäler ist bei mir der Videoschnitt gewesen. Einmal der Videoschnitt, wenn ich nur schon die Spur habe ablaufen lassen im Schnitt. Selbst da ist mein System schon ruckelig geworden, ist schon an die Leistungsgrenze gekommen. Und natürlich extrem ist es, wenn ich ein Video exportiert habe und beim Export eines Videos, da war dann die CPU am Anschlag, der Arbeitsspeicher war eng und interessanterweise die Grafikeinheit im Prozessor lief quasi mit 100%. Das finde ich interessant. Ich habe einen eingebauten Grafikchip. Ich sage vielleicht mal, was ich für einen Rechner habe hier. Ich habe hier einen i7, also i7 7700 HQ. Das ist ein Notebook-Intel-Prozessor, aber nicht so ein ganz leistungsschwacher für so Notepads etc. Sondern es ist schon relativ leistungsstarker und im Prinzip auch noch aktueller Notebook-Prozessor. Aber der hat natürlich bei weitem nicht eine so hohe Taktfrequenz, was jetzt möglich ist. Er verarbeitet relativ viele Rechenschritte in einem Takt. Ich habe nur 16 GB Arbeitsspeicher, aber ich habe auch schon eine zusätzliche Notebook-Grafikkarte drin, nämlich die GeForce GTX 1060 in einer Notebook-Version. Also eigentlich sind die Voraussetzungen ganz gut und ich sag mal so, man kann gerade noch damit arbeiten, aber dieses gerade noch,
das ist, wenn man professionell arbeitet, wenn man viel macht, das ist dann schon anstrengend und das ist schon ein Quäler. Und teilweise, wenn ich Videos für YouTube exportiert habe, 4K-Videos, dann hat das Stunden gedauert. Und wenn ich dann einen kleinen Fehler drin hatte, den man aufgrund des ruckeligen Abspielens der Timeline manchmal im Schnitt gar nicht gesehen hat, dann habe ich den Fehler korrigiert und dann musste ich nochmal so einen langen Export auf mich nehmen. Und deswegen insbesondere habe ich gesagt, ich brauche jetzt einen neuen Rechner. Aber ich habe euch mal ein paar Screenshots gemacht. Auch unter Lightroom sieht man, dass mein System schon so bei normaler Bildauswahl und Entwicklung wird schon mehr als die Hälfte des Arbeitsspeichers genutzt. Und wenn ich dann noch einen Export mache, dann bin ich mit dem Arbeitsspeicher schon am Anschlag. Dann werden 82% benötigt. Und die CPU ist bei Bereichsreparaturen beispielsweise nur in Lightroom, noch nicht mal Photoshop. Da habe ich auch schon Ausschläge hin in Richtung 90%. Die Grafik wird bei Lightroom fast überhaupt nicht beansprucht, weder die interne noch die externe und im Wesentlichen dann noch die interne. Und das ist aber auch etwas Adobe-typisches, dass die sehr gerne auf die Intel-CPU-Grafik gehen. Vielleicht kann jemand von euch das erklären, vielleicht ist jemand von euch dort Spezialist und kann erklären, warum da insbesondere die CPU-Grafik genutzt wird. Das finde ich spannend. Dann, wenn ich exportiere in Lightroom, dann ist die Recheneinheit, also die CPU, wirklich komplett am Anschlag. Und wenn ich etwas kompliziertere Sachen in den Grundeinstellungen mache in Lightroom, auch dann geht mein guter Intel-Prozessor in die Knie und wird teilweise zu 100% ausgelastet. Eine Besonderheit ist mir bei Premiere aufgefallen. Ich nehme ja mein Videomaterial direkt aus den Kameras in einem externen Recorder auf, dem Atomos Ninja 5. Und das ist quasi in so ein Rohdatenformat, was dort aufgenommen wird, und hat den Vorteil, dass ich nachträglich das noch entwickeln kann. Aber teilweise, gerade wenn ich manchmal unterwegs bin, wie zum Beispiel bei meinem letzten Video auf La Palma, dort habe ich dann natürlich auch mal Dinge, die ich unterwegs gefilmt habe, wenn ich dann mit der Z7 direkt filme. Und das ist dann so ein MP4 komprimiertes Videoformat. Und da wird, wenn ich das abspiele in der Timeline, dann werden ganz unterschiedliche Komponenten beansprucht. Wenn ich dieses Rohvideomaterial aus dem Ninja 5 abspiele, dann geht die CPU in die Knie. Und wenn dann ein Material kommt, ein MP4-Material aus der Kamera direkt, was ich dort auf der Speicherkarte gespeichert habe, dann kann sich der Prozessor etwas erholen und dann wird aber wiederum die Grafikleistung ganz speziell genutzt. Also je nach Material, was dort in der Timeline herangezogen wird, ist die Auslastung der Komponenten völlig unterschiedlich. Okay, soweit die Vorrede, soweit der Tipp für dich, wie du vorgehen solltest, um mal so ein bisschen zu identifizieren, wo ist denn der Flaschenhals in deinem System. Wenn zum Beispiel nur der Arbeitsspeicher betroffen ist, dann kannst du vielleicht Arbeitsspeicher einfach aufrüsten und benötigst kein ganz neues System. Das geht gerade, wenn du einen Desktop-PC hast, natürlich noch viel, viel leichter. Aber auch bei Notebooks kannst du natürlich den Arbeitsspeicher aufrüsten. So, nun kommen wir aber zu den einzelnen Komponenten. Ich beginne mal mit den vier Hauptkomponenten. Und jetzt hast du ja identifiziert, welche Komponente dein Flaschenhals ist. Und wenn du ein bestehendes System aufrüstest, musst du bedenken, dass es in der Regel nicht ausreicht, dann nur die schwächste Komponente abzugraden.
da dein System aufzurüsten. Nein, in der Regel musst du auch begleitende Komponenten verbessern. Zum Beispiel, wenn du einen stärkeren Prozessor kaufst, dann benötigst du in der Regel auch einen passenden, schnelleren Arbeitsspeicher. Und da dieser Prozessor ja in der Regel dann wesentlich mehr Daten parallel verarbeiten kann, brauchst du möglicherweise sogar mehr Arbeitsspeicher. Also stell dich beim Aufrüsten darauf ein, dass du vielleicht erstmal mit einer Komponente beginnst, aber dass du dann feststellst, dass eine andere Komponente den Flaschenhals, wieder einen neuen Flaschenhals darstellt. So, ich baue ja nun neu, deswegen konnte ich sozusagen auf der grünen Wiese ganz neu mir Komponenten auswählen und ich habe mich für die neueste Ryzen-Generation entschieden, den neuen AMD-Prozessor Ryzen 9 3900X habe ich gekauft. Das ist ein 12-Kern-Prozessor, das ist schon, ich sag mal, fast der leistungsfähigste Prozessor so im Consumer-Bereich. Da gibt es jetzt gerade ganz neu noch den 3950, der hat 16 Kerne, der ist noch ein bisschen schneller, aber auch deutlich teurer. Und gerade für Videoschnitt benötigst du so einen leistungsfähigen Prozessor. Da wird die Grafikkarte nicht so eine große Rolle spielen. Nichtsdestotrotz, da kommen wir gleich zu, habe ich auch hier investiert. Mit diesem neuen Ryzen-Prozessor, das ist ein Technologiesprung und damit verbunden ist auch der Einstieg in eine neue Plattform, nämlich in die X570er Chip-Plattform und die bietet noch weitere Möglichkeiten, verbesserte Komponenten anzubinden und die insbesondere schneller anzubinden, aber auch die X470er-Chips kannst du weiterverwenden, beziehungsweise die entsprechenden Mainboards. Die sind auch deutlich günstiger. Und wenn du hier nicht den großen Technologiesprung machen möchtest und diese ganz neuen Peripheriesysteme anbinden möchtest, dann kann das eventuell eine gute Entscheidung für dich sein. Dieser Chipsatz, der X570er-Chipsatz, der ermöglicht es mir, insbesondere sehr, sehr schnelle M2-SSDs zu verwenden. Und das ist gerade bei Videoschnitt ganz gut, wenn dann die großen Datenmengen die Videos schnell kopiert und auch schnell vom Schnittprogramm gezogen werden können. Ja, aber auch bei der Bildbearbeitung ist ein schnelles Schreiben und Lesen natürlich von Vorteil, wenn du Daten importierst, Bilder importierst oder exportierst. Ja, 12 Kerne, das ist ein Wort. Davon verspreche ich mir einen entscheidenden Geschwindigkeitszuwachs. Und ich habe mich hier für ein Gaming-Motherboard entschieden, weil diese Gaming-Motherboards ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, denn sie werden in großen Stückzahlen hergestellt, auch wenn so Spielereien wie RGB ich eventuell nicht benötige. Dieses Motherboard von Asus, das ROG Strix X570 E-Gaming, das hat auch noch den Vorteil, dass es sehr leistungsfähige Spannungswandler hat. Und dass dieses Board auch sehr gut geeignet ist, um den Prozessor noch ein bisschen zu übertakten. Das ist eine nicht ganz risikolose Spielerei, aber dieses BIOS, was hier drauf ist, also dieses kleine Startprogramm, was dann das Betriebssystem lädt und so alle Komponenten einrichtet und steuert, das kann sogar automatisch dein System übertakten. Das heißt, du kannst so mit automatischen auch für Laien zugänglichen Schritten dann dein System ein bisschen übertakten. Und wir werden beim letzten Video sehen, ob das dann einen großen Geschwindigkeitsvorsprung, Zuwachs mit sich bringt. Ja, und wenn du mal ein bisschen Zeit hast, kannst du dich eventuell dann in dieses Übertakten reinarbeiten und dann so dein System an die Grenze treiben. Ja, dieses Motherboard habe ich aber hauptsächlich ausgewählt, weil es unheimlich viele schnelle USB 3.2 Anschlüsse hat. Also ich eine schnelle Peripherie anschließen kann und das war mir wichtig,
weil ich ja oftmals verschiedene Datenquellen anbinde oder auch mit externen Festplatten arbeite und viel hin und her kopieren möchte. Und deswegen habe ich mich hier darauf geachtet, dass das Mainboard viele solche Schnittstellen hat. Neben so einem schnellen Prozessor spielt natürlich gerade der Arbeitsspeicher auch noch eine wichtige Rolle. Und dort gibt es auch ganz unterschiedliche Geschwindigkeitsklassen. Ich habe einen DDR4-Arbeitsspeicher, das ist so im Moment so State of the Art, gekauft. Und dann hat dieser Arbeitsspeicher unterschiedliche Taktfrequenzen. Und je schneller die Taktfrequenz, desto schneller kannst du Daten lesen und schreiben. Aber wie so oft steigt der Preis am Ende extrem und der Geschwindigkeitszuwachs ist nicht mehr ganz so groß. Deswegen habe ich mich für einen 3200 MHz Arbeitsspeicher entschieden, der allerdings mit relativ schnellen Taktzyklen angebunden ist. Das sind so Zyklen, die der Arbeitsspeicher braucht, um sich ein bisschen zu erholen. Und dann schreibt das System in der Zwischenzeit auf andere Bereiche. Und das ist hier 14, 14, 14, 34. Das sind relativ kurze Zyklen, ist also ein relativ schneller Arbeitsspeicher. Es gibt noch einen Arbeitsspeicher mit einer höheren Taktfrequenz, der auf diesen Ryzen-Systemen gut läuft. Das wäre einerseits ein 3600er Arbeitsspeicher, der ist aber nochmal ein bisschen teurer und der Leistungszuwachs ist nicht mehr so groß. Das Ende der Fahnenstange ist, glaube ich, bei 3777 erreicht. Wenn du schnelleren Arbeitsspeicher verwendest, dann kann dieses System den nicht mehr nutzen. Im Gegenteil, das System wird langsamer, weil die beiden Speicherbänke, die dann beschrieben werden, nicht mit der Geschwindigkeit bedient werden können durch hier so interne Taktfrequenzen und Taktungsdinge. Aber da bin ich kein Spezialist. Das habe ich nur selbst gehört und die entsprechenden Benchmarks mir angeschaut. Was da genau das Nadelöhr dann bei dem Ryzen ist, das muss dir mal jemand auf dem anderen Kanal erklären. Vielleicht kann es ja jemand in die Videobeschreibung schreiben, wenn du Spezialist bist auf dem Gebiet und kannst mich da ein bisschen korrigieren oder weitere Informationen geben. Also ich habe einen 3200er Arbeitsspeicher genommen, der so aus meiner Sicht relativ gut preislich ausbalanciert ist. Und ich habe relativ viel Arbeitsspeicher gleich eingebaut, aber den eigentlichen Grund, dazu kommen wir später. Und ich habe gleich 64 GB Arbeitsspeicher gekauft und werde den in meinen Rechner einbauen. Ich verlinke dir natürlich alle Komponenten in der Videobeschreibung, sodass du das System natürlich nachbauen kannst. Bei der Bildbearbeitung spielt die Grafikkarte schon eine Rolle, aber bei Videoschnitt und beim Videorendering, insbesondere Adobe Premiere Pro, ist so das Wichtigste der Prozessor. Nichtsdestotrotz habe ich gleich in eine gute Grafikkarte investiert, in eine AMD Radeon 5700, die Grundversion, und diese Grafikkarte lässt sich auch ein bisschen übertakten. Ich würde sagen, an der Stelle könntest du ein bisschen sparen, aber ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt schon investiere und wenn ich eventuell auch mal ein bisschen spielen möchte, dann benötige ich eine einigermaßen gute Grafikkarte und deswegen habe ich mich für diese schon recht leistungsfähige Grafikkarte entschieden. Aber die volle Grafikpower werde ich in den seltensten Fällen bei der Bildbearbeitung und beim Videoschnitt wirklich ausspielen. Ich habe mich für eine AMD-Grafikkarte entschieden, weil ich mir da die größte Kompatibilität auch mit dem AMD-Prozessor verspreche. Möglicherweise ist das etwas überzogen. Ich denke auch, wenn du eine GeForce-Grafikkarte nutzt, wird das keine Probleme geben und auch die wird heute super kompatibel sein.
aber ich wollte dort auf Nummer sicher gehen und deswegen hier von einem einheitlichen Hersteller AMD Grafik und AMD Prozessor. Das Tolle an diesem neuen X570er Chipsatz ist, dass du sehr schnelle Peripherie anbinden kannst. Ich habe mich somit auch für eine SSD der neuesten Generation entschieden, einer M2 SSD Generation 4, und die kann 5 GB in der Sekunde, jetzt muss ich schauen, lesen und 4,2 GB in der Sekunde schreiben. Und gerade diese hohe Lesegeschwindigkeit ist wichtig, wenn du zum Beispiel durch deinen Lightroom-Katalog blätterst, wenn du exportierst oder wenn du Daten importierst von deiner Speicherkarte. Aber auch beim Videoschnitt werden ja viele Daten benötigt und auch hier ist natürlich diese hohe Lesegeschwindigkeit von Vorteil. Und jetzt haben wir ja unheimlich viel über Geschwindigkeiten und über Leistung gesprochen und das benötigt natürlich eine Menge Energie. Und insbesondere beim Prozessor, da wird sozusagen relativ viel Energie verbraucht und es entsteht bei den hohen Taktfrequenzen auf so vielen Kernen eine enorme Wärme. Und diese Wärme muss abgeleitet werden, sonst kann der Prozessor nicht diese hohen Taktfrequenzen aufrechterhalten. Und in diesem Set ist ein Kühler schon dabei, aber ich habe nochmal in einen Extra-Kühler investiert, und zwar so ein bisschen das Ende der Fahnenstange, was Kühler anbelangt. Das ist ein Kühler, der 250 Watt Leistung abtransportiert mit 7 Heatpipes, ein Riesending. Und das hat gleichzeitig noch 2 Ventilatoren, das System. Und diese Ventilatoren transportieren dann die warme Luft super schnell aus dem System heraus. Und ich werde das System so aufbauen, dass dann im Anschluss gleich im Gehäuse ein weiterer Ventilator sitzt, der dann auch diese ganze warme Luft aus dem Gehäuse raustransportiert. Der ist etwa vergleichbar mit einer Wasserkühlung. Eine Wasserkühlung hätte nur Vorteil, wenn du dein System länger als eine Stunde unter Höchstlast laufen lässt. Aber das mache ich in der Regel nicht und ich hoffe, dass meine Datenexporte mit diesem Rechner nicht mehr Stunden dauern und deshalb sozusagen die Prozessoren, die Kerne nur noch in einem kürzeren Zeitraum unter Volllast laufen. Ja, und wenn wir beim Thema Energie sind, dann kommen wir natürlich auch zum Netzteil. Auch hier musst du besonders darauf achten. Es gibt Webseiten, da kannst du sozusagen gucken, was für Komponenten möchtest du verwenden und wie viel Leistung brauchst du denn dann bei deinem Netzteil. Und es empfiehlt sich hier auch noch immer ein bisschen was zuzulegen, also ein bisschen noch eine höhere Leistung zu nehmen. Denn es kann ja sein, dass du mal eine Komponente austauschen möchtest und dann wäre es blöd, wenn du auch das Netzteil wechseln musst. Diese Netzteile haben eine Zertifizierung, unterschiedliche Zertifizierungen. Und dieses Netzteil hat eine Platinum-Zertifizierung. Du solltest mindestens ein Netzteil, und das ist eigentlich in der Regel ausreichend, was Bronze zertifiziert ist. Was sagt diese Zertifizierung aus? Na, einerseits eine große Spannungskonstanz und zweitens auch über die längere Lebensdauer bleibt sozusagen die Qualität, die Leistungsfähigkeit dieses Netzteils aufrechterhalten. Und das lohnt sich meines Erachtens schon, hier nicht zu sparen, wenngleich es vielleicht nicht das Platinum sein muss. Aber ich brauche hier für dieses Motherboard auch gute Stromanschlüsse und verschiedene variable Stromanschlüsse. Und das hast du viele Jahre. Möglicherweise auch kannst du das Netzteil noch verwenden, ebenso wie das Gehäuse in deinem zukünftigen System. Ja, das Gehäuse habe ich angesprochen, das zeige ich dir dann im nächsten Video beim Einbau
Und da habe ich ein bisschen drauf geachtet, dass es relativ groß ist, damit ich Platz habe, mein Mainboard dort einzubauen, die ganzen Anschlüsse vorzunehmen. Der große Kühler, der braucht Platz in so einem Gehäuse. Und natürlich auch ist so ein Gehäuse praktisch, wenn du weitere Festplatten, weitere Peripherie einbauen möchtest, vielleicht eine super große Grafikkarte irgendwann einmal. Und wenn eben das beim Einbau nicht alles so eng und fisselig ist, sondern da ein bisschen Platz ist. Und natürlich auch die Kühlleistung meines Gehäuses ist besonders gut. Das wird 3 Ventilatoren haben, also 2 Ventilatoren, die Luft in das System saugen und ein Ventilator, der dann dafür sorgt, dass die Luft auch wieder abtransportiert wird. Und gleichzeitig habe ich darauf geachtet, dass so die Komponenten alle ein bisschen geräuschvermindert sind, damit es nicht zu laut wird, wenn ich stundenlang Videos schneide, Bildbearbeitung mache und dass ich da vom Geräuschpegel ein bisschen, dass sich in Grenzen hält. Ja, das waren sozusagen die wichtigen Komponenten, die du benötigst. Das war meine Auswahl. Wie gesagt, die einzelnen Komponenten findest du dann in der Videobeschreibung. So kannst du den PC nachbauen. Da würde ich aber mal die letzte Folge abwarten, was das dann wirklich bringt, was die Learnings sind und ob überhaupt ich es geschafft habe, den PC zusammenzubauen. Also, das ist ein guter Grund, meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich, wenn ich dich wiedersehe beim PC-Zusammenbau. Bis dahin, tschüss.